Wenn ihr wissen wollt, warum ihr unbedingt einmal die E-Burg besuchen solltet, dann bleibt dran. Schon von Weitem ist sie zu sehen, die Ruine der E-Burg. Die ehemalige Wohnburg wurde auf 330 Meter Höhe am Rande von Städten im Remstal in den Hang gebaut. Bereits im frühen 14. Jahrhundert wurde das Bauwerk von den Truchsessen von Städten errichtet. Nicht einmal ein Jahrhundert später verlor die Burg bereits an Bedeutung. Hans von Iberg verkaufte das Gebäude 1443 an das Haus Württemberg. Der ursprüngliche Name der Gemäuer war übrigens Eibenburg. Dieser wandelte sich im Lauf der Zeit über Iberg bis hin zur heutigen Bezeichnung Iburg. Nach zahlreichen Umbauten und Renovierungen wurde die Burg um das Jahr 1761 bis auf die Grundmauern abgerissen. Seit 1969 gehört das Gebäude der Gemeinde Kern im Remstal und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Rund um die Burg befinden sich Bronzeplastiken des renommierten Künstlers Karl Ulrich Nuss. Auch im Inneren sind einige seiner Werke zu bestaunen. Weitere Infos zu Iburg, zu den Parkmöglichkeiten und zu Ausflugszielen in der Nähe erhaltet ihr auf unserer Internetseite. Schaut einfach mal rein. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge, euer Rems-Murr-Kanal.